10 Grad. Sieht man da wirklich auch 5 Leute mal irgendwo auf dem Feld gleichzeitig? Nee, ne? Weil die alle hin und her laufen. 1, 2, 3. Ja, doch. Der gehört auch mit dazu. Das passt soweit. 8 Grad. Kann schon. Sind gleich bei 6000 Essen. Noch mehr Laborer, noch mehr Laborer. Was allerdings auch daran liegt, dass manche Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, weil die Schule voll ist. Das heißt, wir haben zwischendurch auch wieder unausgebildete Leute. Was aber ja auch okay ist. So, 4 Grad. Das heißt, die Felder, die fertig sind, können wir jetzt wieder auf 3 runterstellen. 3, 3. Naja, komm schon. Keine Müdigkeit vorschützen lassen. Kind geboren, Student. Aha. Und. Okay, jetzt wir haben nahezu null Verlust. Diese ein, zwei Büsche, die jetzt despawnen könnten, sind nur, weil ich das zu spät gemacht habe, auf 5 stellen. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Also, alles auf 3 runter, Pause. Das auf 15 runterstellen. Also 15 ist die Anzahl an Leuten, die wir brauchen, um auszusehen und das Zeug zu pflegen. Dann stellen wir später immer auf 24, 25 hoch für die Ernte, damit alles klappt. Und dann dürfen wir mit dem Essen erstmal keine Probleme haben. So lange, bis ich wieder anfange, Häuser zu bauen. Also in 50, 60 Folgen. Aber wahrscheinlich früher, aber wie gesagt, da muss ich sehr vorsichtig mit sein. Und das Feld klappt super. Was war mein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt war... Genau, im Winter wollten wir ganz, ganz viel Stein kloppen. Also das und das und alles weg hier. So. Und sonst nichts anderes. Wir können hier kurzfristig mal ein Stockpile hinstellen. Storage Barn, Stockpile. So, 4x4. Ja, das heißt, es laufen jetzt 27 Leute über diese Brücke hier. Oh, Zollmaut. Nein. Ich glaube, den hätten wir einen Aufstand. So ein kleines Zollhäuschen hier und da. Nein, also es laufen jetzt 27 Mann los, schlagen Steine. Dann haben wir hoffentlich genug Steine für... Wow. Altersschwäche. Okay. Ich dachte schon, wir hätten wieder Hunger oder Kälte oder sonstiges so Blöds. Also 27 Mann hauen Steine, dann haben wir genug für das Rathaus. Oder das Zensus-Office, auch wenn ich da immer an Morrowind denken muss. Und dann haben wir hoffentlich neue Daten über unser Dorf, wo wir dann sagen können, aha, so können wir das verbessern. Oh, was ist hiermit? Passt das dahin? Nee. Das wäre ja auch zu praktisch, wenn wir diese Doofecke hier mal irgendwie nutzen könnten. Hier sollten Felder hin. Neben Friedhof. Ne, hier werden auch später Felder hinkommen. Ja gut, also neben die Schule. Ihr könnt schon mal anfangen zu bauen, das dauert eh Ewigkeiten. So. Bilder stelle ich dann mal hoch auf 4. Eisen, ja. Also wir hatten ja kurzfristig mal Eisen aufgekauft und das war auch echt schick, aber das ist bald alles weg. Und er ist fleißig am Stahl herstellen, ne? Also Stahl-Tools. Kann man das irgendwo unterschieden sehen? Ja, da, Stahlwerkzeug. Sehr cool. Ich weiß nur nicht, was es bringt. Also ob es mehr Ertrag bringt oder schnelleren Ertrag oder einfach nur länger hält. So oder so, aber okay. Wir haben wenig Feuerholz. Jo, es ist auch Winter, das ist ganz normal. Steine fleißig abgetragen. Sehr schön. 145 Stein. Holz kommt hoffentlich dieses Jahr. Ja, ich denke eher in 2 Jahren. Also erst in 2 Jahren wird dieser Forester anfangen, wirklich ordentlich Holz zu produzieren. Die 3 Loks, die er hier jetzt hat, sind irgendwelche einzelnen Bäume, die noch rumstanden oder Sachen, die im Weg waren beim Aufbauen. Du
bist ordentlich dabei mit 160. Du? Oh, Autosave. Du bist nur bei 70. Ist ein wenig komisch hier. Aber es war auch recht lange eine ungepflegte Ecke. Also der hier oben ist ja schon seit einer Weile dabei. Hat so einen richtig kleinen Forst und, ne, kümmert sich um die Bäume und so weiter. Aber hier war alles noch wilde Natur. Es muss erst alles beschnitten werden und Büsche weggerissen und was weiß ich. So RP ich mir das gerade zurecht. Der Gatherer wird noch nicht benutzt. Gut. Ganz viele neue Kinder. Wir sind bei 120 fast. Oh. Und Stein ist fertig abgebaut. Spätwinter, das passt doch super. Oh, 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 oh. Was? Leute sind kalt? Das finde ich nicht so super. Aber wir haben ja gleich wieder Frühling. Dann schaffen wir es mit den Feldern. Die Schafe werden eine ganze Weile brauchen. Aber wir, im Gegensatz zu den Rindern, also die Rinder, die produzieren ja wirklich nur Fleisch und Leder, wenn wir sie töten. Die Schafe müssten ja eigentlich durchgehend produzieren, nämlich Wolle. Und nur ab und an mal Fleisch, wenn einer stirbt oder geschlachtet wird. Das heißt, sobald wir genug Wolle haben, können wir hier die Produktion auch auf die teuren Mäntel umschwenken und so wieder exportieren. Was sehr gut wäre. So, Feld, wir haben Frühling. Ich will Arbeiter sehen. Und ich glaube, ich baue trotzdem noch hier nachher ein zweites Feld hin. Einfach nur, weil es total toll ist, wenn die Felder so nah dran sind an der Lagermöglichkeit. Es kann auch sein, dass die Marktarbeiter das direkt abholen, weil die haben Schubkarren. Und die können natürlich wesentlich mehr abholen als ein Typ mit so einem kleinen Weidenkorb. Müsste man wahrscheinlich aber optisch nachprüfen. Also einfach mal hingucken, was passiert bei der Ernte. Wenn ich denn dran denke. So, Holz ist mau, es ist nichts Neues. Du hast gleich alles, was du brauchst zum Bauen. Oh, Eisen ist alle. Pause. Eisen, alles nicht so schön. Haben wir hier irgendwo Eisen? Ja, hier. Ganz schön weit weg, aber was soll's. Wir brauchen Eisen. Ah, oh, das ist später wahrscheinlich schön. Wenn man in der Lage ist, bei den Tradern zu sagen, ich will Eisen haben, dann bringen sie es auf jeden Fall nächstes Mal mit, auch wenn es doppelt so teuer ist, aber es juckt einen einfach nicht mehr. Das können wir uns jetzt auf keinen Fall leisten bisher. Ja, Schneider hat jetzt schon wieder nichts zu tun. Bisschen Wolle. Werden Schafe eigentlich zu bestimmten Jahreszeiten geschoren? Also so real life meine ich jetzt. Ich könnte mir denken, späten Frühling. Weil im Winter wäre es einfach nur gemein. Also ja, später Frühling. Das heißt, wir haben es vielleicht gleich, dass wir die erste Scherung haben. Und dann könnt ihr dazwischen zeitlich die Wollcoats herstellen. Bis genug Leder da ist, damit er beides herstellen kann. Was wird eh tierisch mau sein? Was? Oh, süß. Ein Pixelhaufen. Das da ist ein Babyschaf. Vom Mauscursor verdeckt. Babyschaf. Sehr gut. Weiter so. Felder werden bestellt. Felder ist komplett fertig bestellt. Also überall schon Kohl drauf. Und es füllt sich, obwohl keiner drauf arbeitet. Ja, mein magisches Kohlfeld. Was zur Hölle ist hier los? Also ja, es muss nicht durchgehend auf dem Feld was gemacht werden, das ist schon richtig, aber ich dachte, der Yield erhöht sich nur mit Arbeitskraft und nicht. Hat auf dem Feld jemals irgendjemand irgendwas gemacht? Plop, 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 plop. Ja, das ist natürlich das Wachstum, aber Hammer. Ah, da kommt einer mal kurz, um nach dem Rechten zu gucken. Und stutzt die Kohlköpfe wahrscheinlich, damit es nicht zu mutanten Kohlköpfen hochwächst und alles auffrisst. Mann, Mann, Mann. Okay, wir haben Anfang Sommer. Das heißt, wir stellen gleich wieder die Laborer hoch. 78, 80, 60 nur. Das braucht noch ein bisschen. Sagen wir mal Spätsommer stellen wir es wieder hoch. So, was haben wir noch?
Du hast wohl wieder Leder bekommen. Du arbeitest nämlich gerade. Essen ist okay, dafür, dass gleich Ernte ist. Holz ist nicht okay. Feuerholz ist so lala. Oh, die Bäume haben aber ganz schön geploppt. Sehr schön. Das heißt, hoffentlich produziert der jetzt auch demnächst mal Holz. Und die hier sind noch am Eisen dran. Okay. Hm, ja, ich mache einfach gar nichts. Ich lasse das Spiel jetzt weiterlaufen und warte, bis wir Mitte bis Spätsommer haben. Schieb denn überall das hier auf 5 hoch. Außer bei unserem magischen Feld hier oben. Das braucht, glaube ich, gar nichts. Ah, jetzt arbeiten noch Leute drauf. Okay. Oh ja, da muss ich es nicht hochstellen auf 5. Wir haben es letztes Jahr auch gehabt, dass es fertig war. Oh, und wir haben einen Händler und das Zensus-Ding ist fertig. Da bin ich ja irre gespannt drauf. Aber erstmal ganz kurz gucken, was Wichtiges hier verpasst haben. Wir könnten irgendwelche komischen Samen holen. Feuerholz. Was wären 150 Feuerholz? Das verpulvern die an einem Tag. Nee, also Feuerholz importieren lohnt sich definitiv nicht. Essen. Nee, komm, geh weg. Wir haben 4 Herzen, das reicht erstmal. So, Mitte Sommer. 100% Yield und die sind schon am Harvesten. Das könnte auch echt an der Größe liegen, weil es halt ein 12x12 fällt. Die hier unten sind 15x15. Das ist exponentiell mehr und so. 98. Sind aber auch gut dabei. 98. Ich stehe schon mal auf 5. 5. 5. 5. 5. Und hier alles hoch. Und wir haben trotzdem noch 8 Freilaborer. Das ist sehr schön. Ich glaube, ich schicke mal ein paar mehr Leute in die Mine. So. Nur 3 Leute reingeschickt, das ist okay. So kriegen wir ein bisschen mehr Kohle. Das können wir im Notfall im Winter benutzen, damit keiner friert, weil ich will nicht, dass hier oben irgendwelche negativen Sachen stehen. Ich will, dass meinen Leuten das super gut geht. Und die Kohle halt auch haben, für durchgehend Stahlwerkzeug herzustellen. Weil das wird hier sofort immer abgegriffen, weil Stahlwerkzeug wohl total toll ist. Das Feld ist gleich im Spätsommer schon fertig. Okay. Was hier unten sieht nicht so gut aus. Dafür sind die anderen sehr gut dabei. Haben wir schon Wolle? Ja, 6 Wolle. Okay, du stell bitte ganz tolle Sachen her. Wie schaut es hier oben aus? Eisen ist fertig abgebaut. Müsste nur noch abtransportiert werden. Das sieht recht irritierend aus mit diesem grünen Blub hier plötzlich. Also nix, Blub, Stadt. Weil unser Blub hier ist ja eher eine Auswucherung von dem Wald hier unten, von dem natürlichen. Aber okay. Bilder, die wir nicht brauchen. Oh, stimmt, Zensus-Dingens, da wollte ich ja hingucken. So, ach du gute Güte. Wir haben das Jahr 41 schon. 32 Häuser, 53 Familien, 116 Bewohner, also Bürger. Wir sind zu 90% ausgebildet. Das ist okay. Wir hatten nur einmal kurz einen Engpass. Ich denke, wenn wir jetzt keine Häuser bauen, dann wird es sich auf diese Zahl einpendeln. Dann werden nach und nach alle sterben und wir werden nie wieder in der Verlegenheit sein, dass wir 20 Kinder gleichzeitig haben. Und somit müsste es nach und nach alles wieder auf 100 gehen. 100% sind angezogen. Sehr gut, würde ich sagen. Hier sind unsere einzelnen Bewohner, wo wir direkt hinspringen können. Das ist praktisch. Produktion. Wir produzieren zurzeit 169. Und wir brauchen 272. Okay. Wir produzieren 4 Steine. Wir brauchen im Schnitt 40. Aber das ist halt nur ein Schnitt. Es kommt darauf an, was für Gebäude wir bauen. Holz brauchen wir wirklich immer. Wegen den Holzhackern und den Werkzeugen.
Brennstoff brauchen wir 800, wir produzieren 500. Reicht also nicht, aber das wird jedes Mal weniger, wenn wir ein Steinhaus bauen. Wir verbrauchen 52 Tools im Jahr, krass. Und 11.400 Essen. Wir produzieren nur 6.300, das kann doch nicht hinhauen. Sehr komisch. Wir produzieren 14, wir bräuchten eigentlich 62 Kräuter. Das ist auch nicht schön. Kleidung sieht auch ganz übel aus. Also irgendwas hier. Achso, die Liste müssen wir nehmen. Warum ist hier Use, Produce? Ist das jetzt ein Monat? Ein Quartal? Oder? Okay, wir gucken uns nur die letzten beiden an. Wir haben produziert 261, wir haben verbraucht 272, wir produzieren mehr Stein als wir verbrauchen. Okay, wir produzieren kein Eisen, wir brauchen ganz viel. Wir produzieren mehr Treibstoff als wir brauchen. Das ist gut. Das ist richtig gut. Werkzeug genauso, Essen genauso, Kräuter genauso, Kleidung nicht wirklich. Kohle. Kohle brauchen wir mehr als wir produzieren. Aber auch nur, weil die Kohle als Treibstoff benutzt wird, denke ich. Gut, Inventar, eine komplette Übersicht, das ist sehr gut. Weil sonst haben wir halt immer nur den Marktplatz und die einzelnen Storage Barns. Wir haben 12 Stahlwerkzeuge. Wir haben 46 Eisenwerkzeuge. 17 Leather Coats. Haben wir schon welche von den guten Coats? Nö, null. Aber wir ist gerade in Produktion, deswegen ist es auch schon aufgeführt hier.